Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist der Charger von Anker für die Prime-Serie. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von Going Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Vorab einmal vielen Dank an alle Abonnenten und die mich supporten. Nochmal danke, danke, danke. So, jetzt kommen wir aber zum Charger. Charging-Gerät, Ladegerät, Schnellladegerät. Auf der Seite von Anker ist das schon ausverkauft. Deswegen habe ich es jetzt erst bekommen. Ich habe ja schon über die Powerbank, über das Flaggschiff von Anker schon mal ein Video gemacht. Nicht nur eins, glaube ich zwei. Aber da kommen wir gleich noch hinzu. Wir packen das jetzt gemeinsam aus. Und dann gucken wir uns die Vor- oder Nachteile an. Und dann, ja, ist nicht mehr so viel da. Man muss warten, wenn es überhaupt noch gibt. Oder einen sehr hohen Preis bezahlen. Das habe ich jetzt auch schon gesehen. Naja, so ist das. So, dann holen wir das gute Stück mal hier raus. Also leicht ist der Karton nicht. Hat drei Anschlüsse, USB-Ports, 100 Watt Ausgangsleistung. Den Karton bringen wir mal zur Seite. Ja, der ist schön schwer und schön stabil. So, ich habe euch mal ein bisschen mehr in den Fokus gebracht. Bevor wir dazu kommen, schauen wir noch hier rein, was es so Schönes gibt oder nicht. Hier ist ein Netzteil. Hier ist dann ja, Papierkram. Aber gut, das müssen wir uns ja. Das ist irgendwie so gummiert. Als wenn das ein Anti-Rutsch ist. Aber gut, da kommen wir. Ja. Ist auch nicht so wichtig. Wir gucken uns das Ganze mal an. Karton beiseite. Und dann stöpseln wir das auch gleich mal an. Ja, hier ist ein schönes Netzteil dabei. Auch gut. Und den packen wir auch nochmal dazu aus. Wie immer alles schön verpackt. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt besser sehen. Bei so einem oder anderen Video war ich etwas aus dem Bild. Also wir gucken uns das Gerät erstmal an. Hier vorne ist noch so eine Schutzfolie. Nehmen wir weg. Ja, hier ist selbstverständlich Netzanschluss. Hier sind ja, vier Gummifüße. Ja, das hält sehr gut. Zwei USB-C und ein USB-A. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich komme mal dichter dran. Und dann schließen wir das Ganze mal an. Also das Kabel ist von meiner Hand bis zur rechten Schulter. Ich habe mal so ein bisschen gemessen. Also ich sage mal so circa 1,20 Meter. Ungefähr. Dann wollen wir das mal anstöpseln. Und schon sieht man hier vorne was. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Und dann hole ich mal. Das ist magnetisch. Und dann ich versuche das mal so ein bisschen ranzuhalten. Hier oben seht ihr, ja, die Bluetooth-Verbindung wird gesucht. 100%. Und dann seht ihr hier in den Kreis. Und so kann man jetzt auch andere Sachen anschließen. Einen Moment, ich muss hier mir bloß schnell mal ein USB-C-Kabel holen. Anstöpseln. Und dann schließen wir mal die AirPods Pro an. Wird jetzt auch darüber geladen. Und dann habe ich jetzt immer noch einen USB-C-Anschluss frei und einen USB-A-Anschluss. Und ja gut, der Akku ist ja nur voll.
Und wenn das Display ausgeht, steht nur noch die Uhrzeit drin. Das, seht ihr das? Einen Moment, ich schwenke mal hin. Jetzt seht ihr auch nur noch die Uhrzeit. Und das hatte ich ja schon im ersten oder zweiten Video gezeigt, wo ich noch die Powerbank über USB-C geladen habe, dass wenn die Powerbank steht, die Uhrzeit angezeigt wird. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und dann kann man das entweder am Bett haben oder im Büro. Man kann noch mehrere Geräte anschließen. Spart na klar auch wieder Steckdosenplatz. Hat auf jeden Fall einen magnetischen Fuß. Also ich kann das hier anheben, ihr seht das ja. Klar, wenn ich das ruckartig mache, dann fällt das nicht da runter. Und jetzt ist es wieder angeschlossen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Jetzt wird nur noch die AirPods Pro geladen. Und das war es dann auch schon. Aber so habe ich mehrere Möglichkeiten, Geräte anzuschließen, zu verteilen. Das heißt, ich kann auch mein MacBook oder mein Laptop anschließen und darüber laden. Und habe ich alle Geräte relativ beisammen. Ich sehe es positiv. Ich hoffe, ihr kriegt noch sowas. Es ist etwas schwierig oder ihr müsst etwas tiefer in die Tasche greifen. Das gibt es auf Amazon als Komplettpaket. Liegt bei 229 Euro und ein paar zerquetschte. Wo einmal die Powerbank ist und die Ladestation. Wäre vielleicht eine Alternative. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Schaut euch da mal, das an. Geht mal rein und dann würde ich sagen, das soll es ja auch wirklich gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Tech-Dee. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech-Dee.